Es ist der 13. März 2021. La Vida Lockdown heißt meine aktuelle Ausgabe, in der ich Gesicht zeigen werde. Und zwar speziell für die Veranstaltungsbranche. Ich möchte, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen, die seit mehr oder weniger 365 Tagen im Lockdown sitzen, zeigen, dass sie ehrlich sagen, wie es ihnen geht und dass sie darüber nachdenken mal, was hier in unserem Land so alles passiert. Heute, vor einem Jahr, war ein Konzert geplant, welches wir absagen mussten. Also auf den Tag genau am 13. März. Logischerweise war es im letzten Jahr Freitag, der 13., ein Teufelstag. Ja? Ich stehe hier in meiner Garage, guckt euch mal um, und ich möchte Schritt für Schritt und mehrmals die Woche jetzt live gehen und über meine Geschichte berichten und mich damit nicht verstecken, sondern speziell, wie gesagt, für die Veranstaltungsbranche Gesicht zeigen. Nicht die Heulvideos. Ich habe natürlich ein klein wenig Wehmut in mir, manchmal auch ein bisschen größer. Aber es gilt anzupacken. Ja, und ich möchte das jetzt alles öffentlich machen. Auch die Sachen, die ich vorher nicht gezeigt habe. Das ist mir wichtig. Nicht um hier einen Harten zu machen, sondern um authentisch und ehrlich nach vorne zu gehen. Also, das hier ist meine Doppelgarage. Hier stand mal ein Fahrzeug. Leasingvertrag ist ausgelaufen. Naja, und einen neuen Vertrag konnte ich gar nicht unterschreiben, weil ein Jahr ohne Einnahmen, wo soll das hinführen? Und da ich sowieso zunächst einmal Deutschland verlassen werde in den nächsten Tagen, habe ich hier jetzt jede Menge Arbeit. Es heißt nicht, dass ich nicht mehr wiederkomme. Ich werde in Berlin weiterhin mein Büro haben. Mein Büro ist in Berlin und die Veranstaltungen bekommen neue Konzepte und dann werden sie auch wieder stattfinden. Das räume ich jetzt erstmal hier alles leer. Hier sind die Umzugskartons, das sind so glaube ich 180 Stück. Hier ist eine Stelle davon. Jetzt muss ich mal kurz ausblenden. Da werde ich meine Tonträger transportieren. Das Ding habe ich damals für Mario Barth bauen lassen, für die erste Olympiastadion-Sause. Tja, gehen wir mal raus. Wollen wir nicht lange warten? Zeigen wir gleich mal den Garten. Ich möchte alles zeigen, bevor ich es hier verlasse. Nicht nur für die Menschen, die meine Facebook-Freunde sind, sondern um ein Zeichen zu setzen, gerade in dieser Branche. Weil ich weiß, es geht vielen, vielen Kollegen von mir sehr schlecht. Und so, jetzt war die Internetverbindung weg. Also das ist der Garten. Mach mal einen Harten im Garten. Jetzt gehe ich mit euch mal, ich versuche es kurz zu halten, auf die Terrasse. Ich zeige euch mal, was ich für eine Plandemie alles hinterlasse von der Terrasse. Ja? So, hier haben wir im letzten Sommer und in den letzten 10 Jahren noch gut gegrillt. So sieht das hier aus. Hier mein Nachbar Rainer, Café Tusculum. Der hat natürlich auch nichts mehr an Einnahmen. Hier haben wir die Oberhavel, die in den Tegeler See geht. Da stand einmal mein Boot. Hier habe ich meine Videos gemacht und mein Buch vorbereitet, was immer noch nicht erschienen ist, aber was ich bestimmt 2023 veröffentlichen werde, weil ich habe ja jetzt das letzte spektakuläre Kapitel für dieses Buch, und zwar die Corona-Plandemie. So, das war die Terrasse, geht weiter und ich werde immer wieder weiter Videos machen, weil wie gesagt, ich möchte die Wahrheit zeigen, insbesondere für die Leute, die von Corona überhaupt nicht betroffen sind. Und da gibt es viele, die sagen, naja, ich wiederhole mich da nochmal, 10 Minuten die Maske im Supermarkt aufsetzen ist ja nicht weiter schlimm, aber hey Freunde, und ich übertreibe nicht, wir befinden uns im dritten Weltkrieg. Ja? Der findet natürlich ganz anders statt als damals.
Da liegt kein Soldat mehr am Graben mit einer Maschinenpistole. Nein. Aber guckt euch doch mal an, wie das Böse gerade bekämpft wird und wie das Böse immer weniger wird und wie das Böse sich dagegen wehrt, im Moment diesen Krieg zu gewinnen. Und ich möchte das Böse jetzt nicht näher definieren. Mach dir einfach mal darüber Gedanken, dass du in deinem bisherigen Leben dich überwiegend in der Truman Show befandest. So, und jetzt gehen wir mal rein. Ich nehme euch jetzt mal mit von der Garage. Also hier kommt jetzt demnächst der LKW, der alles, was ich habe, was ich für wert schätze, abholen wird. Und dann geht's ins neue Leben. Aber ich bin nicht... So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da. Da war gerade ein Aussetzer. Keine Ahnung, Verbindung abgebrochen. Jetzt machen wir weiter. Jetzt sind wir im Hitkeller. Jetzt machen wir den mal mit normalem Licht. Normalerweise sind ja hier die Disco-Lampen. So, das geht alles in den LKW rein. Da ist mein Hitkeller. Noch sind alle Stecker drin. Das wird sich ändern. Nächste Woche wird hier abgekabelt. So. So, dann gehen wir mal weiter. Also das Haus ist nicht zu kaufen, das ist alles schon gedealt. Ja? Einmal ein Wäschekeller, sieht gerade ein bisschen wüst aus. Hier sind Vorbereitungen des großen Putzalarms. Und ich, wie gesagt, ich mache hier einmal die La Vida Lockdown-Serie, weil... Viele können sich das nicht vorstellen. Das hier ist einmal Essbereich. Da liegen jetzt da liegen jetzt mal viele Teens auf dem Stapel. Wir haben also noch Teens-CDs, die wir verkaufen. Ganz viele. Und ganz viel Fanpost liegt hier. Das ist ja auch meine Aufgabe. Dann ist das hier mein Label Dezent Dekadent. Hier wurden die Fotos gemacht. Für meinen Shop. Ihr könnt euch das wirklich alles angucken. Mir ist wichtig, dass das authentisch und ehrlich ist. Küche, ja, habe ich auch mal für viel Geld gekauft. Bleibt alles drin. Wo soll ich damit hin? Jetzt gehen wir mal zu Frankie ins Büro, wo bislang noch Mitarbeiter saßen. Das ist auch schon ein paar Monate her. Von hier haben die Showagenten alles organisiert. So. Sieht das hier aus? Man muss die Schuld auch mal anderen geben. Genau. So. Und es wird ein völlig anderes Leben. Viele denken, oh, jetzt verlässt er aber Deutschland. Was ist denn dann? Was passiert denn dann? Was viele denken, ist natürlich, liegt natürlich nahe. Frankie macht ja auch Schlagerparty und Mallorca verbinden viele mit Ballermann. Ich nicht, nicht in erster Linie. Und denken, naja, da ist ja alles zu. Also erstmal die Tatsache, dass da jetzt kein Risikogebiet mehr angesagt ist auf Mallorca, werde ich da strategisch die Firma neu aufbauen und mir nicht die Nächte um die Ohren hauen. Erstmal muss ich sehen, dass ich wieder zu Kräften komme, dass ich wieder Kraft habe, dass ich wieder Gesundheit tanke und das ist das Wichtigste. So, jetzt gehen wir mal hoch, dann machen wir mal Schluss. Demnächst kommt ja noch mehr. So, jetzt geht es hier einmal hoch. Hier habe ich schon mal ein bisschen was abgebaut. Hier stehen schon die auseinandergeschraubten Schränke. Hier stand mein Schreibtisch, kann man wunderbar rausgucken, so sieht das aus, ja, das ist jetzt alles vorbei, hier war auch eine Ecke, in der ich viel geschrieben habe, die Dichter- und Denker-Ecke, ja.
So, steht ein bisschen Musik. Sieht alles schon mal so ein bisschen unvollständig aus. Ja, hier sind meine Kollektionen. Disco und Hitparade bin ich halt mit groß geworden. Und ich war oft in der Hitparade damals im ZDF. So, da hinten kommt noch ein Schlafzimmer mit integriertem Badezimmer. Da gehen wir jetzt nicht rein, weil Missy Kissy dort werkelt. La Vida Lockdown heißt das also. Und am 31.03. ist hier mein letzter Tag. Und am Tag der Auferstehung geht mein Flug. Bis dahin muss dieser ganze Kram, den man hier gerade gesehen hat, im LKW liegen. Und ich muss mich entscheiden, was ich mitnehme und wovon ich mich trenne. Also ich mache jetzt heute die eBay-Liste, werde auch einen Container haben, viel, viel wegschmeißen aus dem alten Leben und einen kompletten Great Reset machen. Für mich, nicht für andere. Aber ich möchte den Menschen das zeigen, was hier abgeht. Ja, wir haben ein Killer-Virus mit einer nicht vorhandenen Übersterblichkeit. Und wir fahren hier unser Land systematisch an die Wand. Und unabhängig von einer Infektion oder Nicht-Infektion, wir wissen alle, dass es Corona gibt, ja? Aber Tatsache ist, dass viele Menschen an den Maßnahmen des Lockdowns krank werden. Oben im Kopf, dann körperlich. Und ich muss auch leider sagen, und ich beschönige nichts, ich habe hier einige Nachrichten von Menschen aus der Branche und von Freunden, die ich kenne, die mir Nachrichten schicken, in denen sie ganz bitterlich weinen, dass ihr in diesem Fall, ich kann keine Namen sagen, ich muss ein bisschen auf meine Wortwahl achten, darum spreche ich auch nicht so flüssig, damit man mir nicht meinen Facebook-Kanal noch sperrt, nach einer Impfung innerhalb von 6 Tagen auch gestorben sind. Ja? Vielleicht werdet ihr sagen, das ist ein Einzelfall, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe mehrere so eine Nachrichten und ich bin damit ehrlich und halte damit nicht hinterm Berg. Ich halte damit einfach nicht hinterm Berg, wenn ich Nachrichten bekomme von Leuten, die ich Jahrzehnte kenne und die nicht wissen, was Phase ist, die mir einfach vertrauensvoll ihre Nachrichten zukommen lassen. Und warum sollte ich es verheimlichen? Also, ich bin jetzt dabei, 3 Etagen komplett auszuräumen, so weit auszuräumen und zu kompensieren, zu minimieren, dass es in einen LKW passt und dann geht der LKW auf die Reise. Ich glaube, am 27. fährt er ab und dann werde ich mich hier noch ein paar Tage sammeln und fliege dann hinterher. Und dann wird man sehen. Das ist die Geschichte. Und ich bin kein Einzelfall. Und ich würde mich freuen, wenn viele Menschen, gerade aus dem Bereich der Veranstaltungen, auch ihre Geschichte erzählen. Ob sie jetzt gerade umziehen oder wie es ihnen mental geht, wie sie zu diesem Thema denken, weil einfach nichts sagen, weiß ich nicht, finde ich nicht richtig. Jeder hat dazu eine Meinung und man sollte sie äußern. Wir leben ja in einer Demokratie, habe ich immer gelesen. Ja? Und von daher finde ich das gut, wenn alle Menschen jetzt ins Licht gehen und echt sind, ja? Und nicht mehr, ich meine, jeder hat eine Privatsphäre natürlich, aber man kann auch ruhig sagen, hey, mir geht's beschissen und ich werde das Allerbeste daraus machen, weil wir sind alles Menschen und es ist wichtig, dass man auch so eine Sachen sagt und nicht immer nur Showtime und alles schick und schön, Champagner für alle, sondern auch mal sagt, hey, wir haben eine echt schwierige Zeit und wir haben alle die Aufgabe, es zu rocken. Und das Schlimme ist,
dass viele Leute es immer noch nicht sehen wollen, weil, weißt du, die Komfortzone liegt immer da, wo es am bequemsten ist. Aber man muss manchmal auch mit den unbequemen Sachen ins Gespräch gehen, ins Gefühl gehen, um die Wahrheit zu sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, es gibt ja viele Leute, wie ihr wisst, und ich bin ja ein sogenannter Verschwörungstheoretiker und das seit 365 Tagen am heutigen Tag, am 13. März, Freitag, den 13. März, fing alles an. Und bei mir fängt hier jetzt der Abschied an. Und viele Leute stellen mir die Frage, dazu will ich auch nochmal was sagen, warum machst du das? Du kannst doch jetzt in Berlin bleiben und aus Berlin arbeiten. Ich muss jetzt mal die Musik ausmachen. Ich erzähle euch gleich was dazu. Wenn ihr Lust habt, bleibt mal kurz da. Hier rumst das ja mächtig. So. Tja, Showtime ist mein Geschäft, seitdem ich denke. Und die Kultur liegt nun mal am Boden. Das ist nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber ich möchte dazu mal was sagen. Guck mal, hier schläft meine Katze. Diesen Stuhl hat sie vollgesaut. Jetzt kann ich den nächsten nehmen. Den muss ich nämlich erst absaugen. Meine Katze, die darf hier auf jedem Stuhl liegen. Die kriegt hier keine Verbote. So, also. Ich erzähle dazu mal was. Viele sagen, du Frankie, was du vorhast, das kannst du doch aber auch machen, wenn du in Berlin bleibst. Dann nimmst du dir eine kleine Wohnung und dann fängst du mal schön von vorne an. Ja, schön und gut. Aber ich habe so viele Nachrichten verarbeitet, auch mein Unterbewusstsein arbeitet ja mit. Deins sollte es auch tun, wenn du so eine Nachrichten siehst. Man sollte sie dann auch verinnerlichen, wenn man sie liest. Und die Wahrheit erkennen. Warum gehe ich jetzt weg? Das kann ich dir ganz genau sagen. Auch ich habe genauso wie du dieses Land mit aufgebaut. Und unsere, jetzt muss ich wieder auf die Worte achten, unsere Leute in der ersten Reihe unseres Landes, gut formuliert, verfolgen einen Plan. Und sie sind in diesem Plan integriert. Und das genau seit 2018. Und sie verfolgen diesen Plan auf unserer aller Rücken. Das heißt, die Alten werden um die Ecke gebracht. Das ist keine Verschwörungstheorie, ihr könnt das überall lesen, wie katastrophal das überall ist. Und warum fängt man mit den Alten an, die das schwächste Immunsystem haben? Und Geldkosten, ne? Das sind alles Fragen und ich habe im März letzten Jahres, als ich anfing mit meinen Postings, als ich wirklich nicht nur gehatet wurde, sondern auch überall, wo ich hingekommen bin, haben sich Leute umgedreht. Ich hatte einen beschmierten Briefkasten, ich hatte böse Zettel im Briefkasten und. Und ich habe immer gesagt, hey, die Verschwörung, die liegt auf der anderen Seite. Eines Tages wirst du es merken. Und es war immer die gleiche Frage. Wer sollte Interesse daran haben, die Wirtschaft gegen die Wand zu fahren? Informiere dich richtig und du wirst die Antworten erfahren. Ich habe nicht gesagt, dass ich allwissend bin. Ich wollte immer nur mit jedem einzelnen Post und mit jedem einzelnen Video und mit jedem einzelnen Schritt, den ich gemacht habe, wollte ich Menschen dazu bewegen, selbstständig zu denken und nicht ihre ganze Aufmerksamkeit dem Mainstream schenken, also den Mainstream-Medien schenken. Es gibt Menschen, die sagen, hä, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt gucke ich mir die Nachrichten an in den Hauptkanälen, in meinem Fernseher und dann weiß ich, was abgeht. Das ist nicht richtig. Wenn du Fragen hast, dann solltest du immer die richtigen Fragen stellen. Es ist alles im Internet zu finden. Stelle die richtigen Fragen und du wirst stets Antworten erhalten. Und rede nicht immer nach, was die anderen dir vorgeben. Selbst denken, selbst lenken, selbst entscheiden. Du bist dein Schöpfer und nicht die Nachrichtenmacher der Medien. Du für dich musst deine Antworten finden. Stelle die richtigen Fragen.
Und wenn du keine Antwort findest, dann stelle die Frage, formuliere sie nochmal um. Es ist alles aufbereitet. Es steht alles für dich bereit. Und ich verstehe die Leute nicht. Es gibt Menschen, die sagen, Frankie, erzähl mir jetzt nicht so einen Scheiß. Ich habe dafür keine Zeit. Dann sage ich oder frage ich, warum hast du dafür keine Zeit? Weißt du, was da für Antworten kommen? Hör mal zu, mein Freund, kleiner Mann mit Hut. Ich muss arbeiten, ich muss die Familie versorgen, muss mein Auto in die Werkstatt bringen, die Rechnung ist hoch, ich weiß gar nicht, wie ich das alles bezahlen soll. Dann muss ich sehen, dass hier alles läuft. Falsch. Das ist falsch. Weil wenn du das alles ausblendest, dann läuft demnächst gar nichts mehr. Und dann kannst du dir all deine Aufgaben in die Haare schmieren. Wir müssen jetzt sehen, was in der Welt passiert. Weil wenn du immer nur in deinem Tümpel unterwegs bist, dann ist da irgendwann kein Wasser mehr drin. Und dann kriegst du das alles nicht mehr hin. Guck auf das Große und Ganze. Nimm doch mal die Vogelperspektive. Guck doch mal, was hier passiert. Es ist nicht mehr übertrieben. Damals, vor einem Jahr, hätte ich mich das gar nicht getraut auszusprechen, wenn ich sage, Polizeistaat. Guck dir das mal an, wie die Leute hier unschuldig niedergeknüppelt werden. Noch vor einem Jahr unvorstellbar. Du siehst doch die ganzen Videos, nicht nur hier bei Facebook, auch auf anderen Kanälen. Du liest doch die Nachrichten. Du siehst doch auch, dass die Mainstream-Medien immer mal wieder ein Stück weit mit der Wahrheit kommen und dann wieder schnell zurückrudern. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt ganz offensichtlich alles durchgezogen. Dann findet eine Demo statt. Oh, guck mal, der Pöbel demonstriert wieder. Oh, irgendwann werden sie müde, dann wird es denen kalt, dann gehen sie nach Hause und dann in einer Woche redet keiner mehr darüber. Auch das gehört zum System. Das ist doch gemerkt Ende August. Die Demo war ja nun nicht gerade klein. Aber die Propaganda, die danach kam, die war so erfolgreich, dass sie es sogar nach Amerika schaffte. Das mit dem Kapitol war ja ähnlich. Ist ja ähnlich abgelaufen. Das ist das System. Das ist das System. Und es gab ja mal die Schweinegrippe. Die hat genauso begonnen. Die hat natürlich sehr viel früher aufgehört. Ja, die Impfungen, die wurden ja alle vernichtet. Aber jetzt guck doch mal, wie lange das Böse Zeit hatte, um es neu zu organisieren. Genauso am Anfang August war die größte Demo auf der Straße des 17. Juni. Ende August war nochmal eine große Demo. Und in diesen 4 Wochen, die dazwischen lagen, hatte man Zeit, das entsprechend neu zu organisieren und medial zu verpacken. Ich muss sagen, das war erfolgreich. Das war wirklich erfolgreich. Sie haben es geschafft, dass hinterher niemand mehr darüber gesprochen hat. Und ich könnte den ganzen Tag jetzt reden. Wir könnten uns jetzt unterhalten über, was mit den Kindern passiert, was mit den Alten passiert. Diese seltsamen Maßnahmen, du gehst in ein Geschäft und musst erstmal deine Personalien da abgeben. Muss man noch eine Urinprobe abgeben oder geht's noch? Und dann kaufst du da ein, dann kaufst du da auf XY Quadratmetern und vis-à-vis in dem anderen Laden sind die Bestimmungen schon wieder ganz andere, weil der Laden gar nicht so groß ist. Was ist das denn für eine kranke Welt geworden? Also perspektivisch weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, weil es wachen ja immer mehr Leute auf. Aber andererseits schlafen noch ganz, ganz viele. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Plan, wie man die wach bekommt. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Wenn man diese Leute nicht wach bekommen sollte, dann kommt irgendwann der große Tag der Wahrheit. Und die Demut wird ganz groß sein bei den Unerwachten. Und die kann man nicht einfach so abschütteln. Das wird nicht gehen. Demut verursacht Schmerzen. Und das wünschen wir natürlich niemandem. Also, ich wiederhole nochmal einen Post von mir. Trommelt alle mit, die Leute wach. Macht ordentlich Krach.
Trommelt so lange, bis die Finger bluten. Das geht alles wieder weg. Aber trommelt ordentlich. Weil viele sind von ihrer Truman-Show so verstrahlt, dass sie gar keine Lust haben, aus diesem Film auszusteigen. Wir sollten in die Liebe gehen, ins Licht gehen. Und das werden wir auch alle tun. Und die Leute, die nicht erwacht sind, die werden diesen Weg nicht mitgehen. Das ist sicher. Das ist ganz, ganz sicher. Leute, hinterfragt, sucht die Antworten. Ihr werdet sie bekommen. Aber Leute, seid nicht faul. Nicht auf dem Sofa sitzen, nicht alles ausblenden. Und ganz, ganz wichtig, immer fröhliche Lieder singen, immer hoch schwingen. Weil wenn wir das alle täten, dann hat das Böse auf Dauer keine Chance. Ich vergleiche das immer, um das mal bildlich veranschaulich zu machen, mit Dracula. Dracula mag auch kein Licht. Und Dracula ist ja das Böse. Dracula geht mal gleich zurück in die Kiste, wenn er Licht sieht. So müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Das ist eine gute Beschreibung, wie ich finde. So, ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Es gab eine Zeit, da hat man mich fürs Reden bezahlt. Die Zeiten sind im Moment vorbei. Obwohl, ich habe natürlich neue Visionen, neue Projekte. Und ich werde dann von meinem neuen Zuhause, bis dieser Wahnsinn vorbei ist. Und wie gesagt, ich behalte ein Büro in Berlin. Und zwar bei meinem Freund Benjamin Helikum. Bei Helikum Security habe ich einen Schreibtisch, einen Telefonanschluss, einen Computer zu stehen. Und immer, wenn ich in Berlin bin, werde ich von dort aus arbeiten. Ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es, Begeisterung zu liefern, Unterhaltung zu kreieren. Ob es eine Party ist, ein Konzert, eine Show oder ein neues Marketingkonzept. Das ist nun mal mein Leben. Oder Kolumnen zu schreiben. Da muss man aber in der Kraft sein. Da muss man auch sagen, okay, jetzt fließt es gerade. Weil manchmal, entschuldige bitte, manchmal fließt es halt nicht. So, ich werde des Öfteren Videos machen. Ich möchte wirklich, dass es jeder sieht. Nicht, dass ich sage, ich bin der Schärfste, aber ich möchte meine Spuren hinterlassen und ich würde mich freuen, wenn das jeder tut. Ja, was hier abgeht, wird später in den Geschichtsbüchern stehen. Wir schreiben hier gerade Geschichte und wir sind auf dem richtigen Weg. Auch wenn der ein oder andere sagt, oh, davon merke ich jetzt aber nichts. Wir sind auf dem richtigen Weg. Immer fröhliche Lieder singen, immer hochschwingen, immer in der Kraft sein, was im Moment gar nicht so einfach ist. Weil es ist eine Massenhypnose, die hier abgeht. Ja? Wie viele Leute sprichst du, die sagen, ja, also du, ich bin im Büro, aber so richtig produktiv bin ich jetzt gerade nicht. Woran das jetzt liegen könnte, reine Verschwörungstheorie, dazu nicht auf diesem Kanal und nicht in diesem Video. Es heißt auch nicht, dass ich alles weiß. Nein, aber ich informiere mich ausführlich und ich habe natürlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ganz helle Köpfe, überall in der Welt verstreut und wir tauschen uns aus, jeden Tag. Und das sind keine Verschwörungstheoretiker. Das sind hell erleuchtete Seelen. Und nicht erst seit gestern. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das Wetter ist ja so lala. Aber seid immer auf dem Weg des Lichts und auf dem Weg der Wahrheit. Und bleibt immer echt und authentisch. Ganz, ganz wichtig. Ich sage das auch zu mir, weil ich musste mich ja Zeit meines Lebens, das war schon Automatik, darüber habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Klar, ich bin Dienstleister, kein Problem, machen wir, setzen wir um. Natürlich, klar, wir können auch mal eine Stunde früher kommen, wir können auch mal eine Stunde länger machen, alles kein Problem. Das soll ja auch weiterhin so sein, aber trotzdem sollte man immer echt bleiben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin allen Leuten, die mich diffamiert haben, die mich beschimpft haben, die hinter meinem Rücken gesprochen haben, ganz böse Sachen sogar, ich bin euch nicht auf ewig böse. Aber, und ich hole euch auch irgendwann wieder, vielleicht sieht das jetzt jemand,
in mein Leben zurück. Aber im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Diese Sache, die muss erst beendet werden und sie wird beendet und das wird auch ganz sicher in diesem Jahr passieren. In diesem Jahr 2021 wird Geschichte geschrieben. Geschichte. Und wir alle sind dabei. Und jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, mit hohen Schwingungen, dass wir, die Guten, ich weiß nicht, wer gerade zuguckt, ich gehe davon aus, ihr seid alles die Guten, dass wir diesen Krieg gewinnen. Und ich übertreibe nicht, es ist Krieg, nur anders, als wir es bislang kannten. Wir müssen fröhliche Lieder singen, wir müssen hochschwingen, damit das Böse keine Chance hat. Und weißt du, es tut mir sehr, sehr weh, hier alles leer zu räumen. Mein ganzes Leben aufgrund einer Lüge neu zu sortieren. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich sage, gehe hier ohne Mietschulden. Ich sage eher, warum bin ich nicht schon im Mai abgehauen und habe hier ein bisschen Schulden hinterlassen und hätte jetzt wenigstens noch einen Taler im Portemonnaie, um meinen Weg nicht so ganz eingeschränkt gehen zu müssen. Stattdessen habe ich hier immer fein alles bezahlt, hatte während der ganzen Pandemie keine Schulden, jedenfalls keine Mietschulden, muss am Ende dann doch gehen. Okay, warum habe ich das gemacht? Kann ich dir ganz genau sagen. Weil ich dachte, dieser Wahnsinn ist bald vorbei. Und das dachte ich 12 Monate lang. Und dann, in 4 Wochen ist vorbei. Na gut, in 6 Wochen ist vorbei. In 3 Monaten ist vorbei. Und dann ist das ganze Jahr vorbei. Und jetzt sage ich nicht mehr, es ist jetzt hier irgendwann vorbei. Jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen und für mich in ein neues Leben gehen. Um mich neu zu sortieren, ich habe 2 Sachen, die sind mir wichtig. Meine Gesundheit und meine Klarheit im Kopf. Natürlich ist bei uns allen irgendwo eine kleine Sicherung im Laufe der Zeit durchgebrannt. Aber wir flippen nicht gleich aus und es sind nur kleine Sicherungen, die kann man reparieren. Aber wenn dein FI durchknallt, na, den kriegt man wieder ganz. Das dauert. Und da will ich nicht hin. Was ich jetzt brauche, ist gute Energie, gutes Wetter, gute Leute. Mir reicht eine Koje, Essen, Trinken und mein Seelenfrieden und immer die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Ich sage auch die Wahrheit, wenn es die Leute nicht vertragen. Ich möchte damit niemanden angreifen. Absolut nicht. Aber irgendwann hat man sich dann jeder für sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und es verstanden. Darum geht's. Ja, ich komme jetzt noch diverse Male um die Ecke mit Wahrheiten. Ich werde auch zeigen, wenn die Kisten gepackt sind, wenn der LKW abfährt, wenn ich den Flieger nehme, wenn ich aussteige, wenn ich das erste Mal da bin. Und ich kann dir sagen, ich habe noch nicht mal ein neues Zuhause. Was? Tja, ich habe mir im September ein neues Zuhause gesucht, aber es war ja so wahnwitzig, mit überzogenen Preisen, mit teilweise 3-mal umsteigen, mit Flügen, da warst du teilweise 21 Stunden unterwegs für einen Flug, der 2,5 Stunden dauert, aufgrund des Umsteigens. Das war dann für mich keine Option mehr. Aber ich habe viele, viele gute Leute auf meiner Lieblingsinsel, die mir gerade behilflich sind. Und ich weiß für mich, dass der Weg richtig sein wird. Und ich werde berichten. Meine Zieleingabe ist der 13. März 2022. Mal gucken, was das Leben bis dahin so alles anstellt. In jedem Fall bleibt es spannend. Meine Videos sind zu lang, die würden demnächst häufiger, aber dafür kürzer kommen. Weil die Zeit hat ja gar keiner, kann ich verstehen. Ich möchte daran erinnern, dass heute bundesweite Demos sind. Überall vor den Landtagen und in Berlin vor dem Bundestag. Ich habe da auch meinen Freund und Kollegen Björn Banane gepostet. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wir müssen nicht von allen geliebt werden. Da legen wir gar keinen Wert drauf. Die Wahrheit, darum geht's. Wir gehen auch nicht mit jedem Kaffee trinken.
und feiern. Das Leben ändert sich gerade und ich werde sehen. Es gibt neue Wege. Und vielleicht gibt es auch wieder eine Party mit mir. Vielleicht habt ihr auch darauf keinen Bock zukünftig. Aber meine Arbeit habe ich immer gut gemacht, weißt du? Gut bis ausgezeichnet, muss ich wirklich so sagen. Und meine Meinung, das war nie die Frage, wieso meine Meinung ist. Ich hatte eigentlich gar keine Meinung. Aber jetzt habe ich ein wahres Standing aufgrund der letzten 365 Tage. Und ich gehe von meiner Meinung nicht weg und ich sage die Wahrheit, auch wenn es nicht jedem schmeckt. Und im neuen Leben haben die Leute, die künstlich sind, keine Chance. Also, vertraue immer auf die innere Stimme, sei echt und gucke mal in den Spiegel und fühl dich gut dabei. Das ist die Hauptsache. Immer singen, immer hochschwingen und ich werde wieder zurück in meine Kraft kommen und denke daran, du strahlst das aus, wie du fühlst und wie du denkst. Und steckst deine Leute, dann infizierst die Leute dabei, also mit positiver Energie. Ja, wir reden jetzt nicht von dieser Pandemie oder Plandemie, wir reden von positiver Energie. Davon brauchen wir ganz, ganz viel, damit wir ganz, ganz viel damit anstecken. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Leute, denen es im Moment ziemlich dreckig geht. Und die müssen wir da rausholen. Ja? Wir sind die Krieger des Lichts. Ja, Video viel zu lang, aber es war mir jetzt mal wichtig an diesem Jahrestag, der 13. März. Das ist ein Termin, der hat sich bei mir in den Kopf tätowiert für alle Zeit. Freitag, der 13. März 2020. Noch ahnten wir nichts. Wer hätte das gedacht, dass wir das hier mal erleben? Aber wir werden alle dafür sorgen, dass diese Geschichte ein für uns gutes Ende nimmt und dass das Böse, und darum geht's, geht nicht nur um das C-Thema, darum geht's, dass das Böse besiegt wird. Es geht hier nicht nur um Impfungen und so weiter. Nein, es geht um ganz andere Sachen. Es geht darum, dass wir ein Leben lang belogen wurden. Dazu mache ich vielleicht mal ein extra Video für die Leute, die Bock drauf haben. Ich wünsche dir einen kraftvollen Tag und würde mich freuen, wenn du auch meinen Telegram-Kanal abonnierst. Der heißt Frank Bergholz on Air. Alles ein Wort. Nicht vergessen, Bergholz mit K und die Wahrheit geht klar. Schönes Wochenende und lass dich nicht unterkriegen, egal was kommt. Wir gewinnen das Ding. Tschüss.